Das heißt, Rasse heißt ja in Harmonie mit sich und der Welt. Und ich spüre, ich bin überhaupt nicht mehr im Fluss mit mir und der Umwelt. Ich fühle mich so ein bisschen wie so wie im Albtraum. Und das aber für die aktuelle Situation ist, wollte ich jetzt nochmal mitteilen und so. Ja. Die Erkenntnis, die mir jetzt hierbei gekommen ist. Mhm. Ja, ja, danke. Danke, Otto. Das höre ich und das kann ich gut verstehen. Und ich denke, ich erkenne es an, Otto, dass du gesagt hast, na, als erstes, dass du nicht in Harmonie mit dir selber bist. Ne? Und dass du nicht, also die Schuld nicht nur, dass du nicht gesagt hast, in der Welt ist es so schlecht und deswegen bin ich nicht in Harmonie mit mir selber. Das ist ein Wechselspiel. Letztendlich, ich denke, kannst du erfahren, dass die erste Disharmonie eine innere Disharmonie ist. Weil es geschieht nur in dir. Es ist deine Deutung von dem, was gerade in der äußeren Welt geschieht. Wenn du die äußere Welt siehst und dir denkst, das sollte so nicht sein. Das darf doch nicht wahr sein. Was machst du dann? Dann führst du Krieg gegen Realität. Es ist bereits so. Und wir sagen uns, das darf doch nicht wahr sein. Ey, es ist gerade so, jetzt ist schon wieder Vergangenheit, aber was ich damit meine, und das lernen wir auch dann im nächsten Samstag, die fundamentale Sache ist, unsere Deutung zu hinterfragen. Was für eine Deutung geben wir dem, was gerade geschieht? Das ist jetzt als kurze Antwort, Otto. Denn letztendlich, wenn du es anders deuten würdest und könntest, dann würdest du dich anders fühlen. Und die Deutungshoheit hast letztendlich du. Die musst du niemandem abgeben. Du kannst immer noch lernen zu entscheiden, was das, was du gerade erfährst, für dich bedeutet. Und wenn du die Bedeutung geben kannst, das ist auch ein Ausdruck des Universums. Und ich kann mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, wer immer dieses Universum hier irgendwie kontrolliert, rück mal zur Seite, jetzt übernehme ich mal hier, weil du machst hier was falsch. Jetzt übernehme ich das Ruder auf diesem Planeten und jetzt geschehen die Sachen so, wie ich das will, dann wird alles in Ordnung sein. Also ich könnte so einen Gedanken nicht haben. Deswegen, wenn wir lernen, Sachen so zu deuten, dass wir in unserer inneren Wahrheit bleiben, dass das völlig mit uns einstimmig ist, und das ist nicht die Bedeutung, wenn wir sagen, das darf nicht so sein oder das sollte nicht so sein. Denn das ist ein Gedanke. Das ist ein Gedanke, der dich trennt von dem, was gerade ist, von der Realität. Wo willst du denn aufhören? Wenn ein Mensch zu dir etwas sagt, was dir nicht gefällt, was vielleicht nicht gut ist, wenn die Person sagt, wie konntest du nur so egoistisch sein? Ne? Als Beispiel, ich gehe jetzt einfach auf das Beispiel ein. Wenn du sagst, das hätte die Person nicht sagen dürfen, das sollte die Person nicht sagen, stimmt das? Kannst du das wirklich entscheiden? Kannst du die Geschichte dieser Person verändern? Kannst du wissen, in welchen Kinderschuhen diese Person aufgewachsen ist? Kannst du wissen, was diese Person in der letzten Stunde erfahren hat? Oder in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten? Willst du das alles ändern? Willst du sagen, das darf die Person nicht sagen, weil es nicht richtig ist, weil ich das nicht richtig finde? Das führt zu Stress. Wenn du in der Lage bist zu sehen, hier drückt sich das Universum aus, hier drückt sich eine Seele aus und möchte ein bestimmtes Bedürfnis ausdrücken und hat gelernt, ist jetzt gerade so konditioniert, das auf diese Art und Weise auszudrücken, ich sehe das, ich verstehe das, ich sehe die Seele in der Person und ich kann anerkennen, dass die Person eine andere Geschichte hat als ich,
Und ich kann anerkennen, dass wenn ich dieselben Erfahrungen gemacht hätte und zu denselben Gedanken gekommen wäre, dass ich möglicherweise genauso gehandelt hätte. Und vielleicht habe ich das sogar in meinem Leben schon. Wie oft habe ich Sachen gemacht, von denen ich jetzt sagen würde, das hätte ich lieber besser machen können. Also es ist doch ganz natürlich, was ich damit sagen möchte. Wir können lernen, die Seele in allem zu sehen. Und wenn das, was gerade in der Gesellschaft geschieht, ein Zusammenspielen ist von den Handlungen von so vielen Seelen, dann kann ich doch anerkennen, dass hier etwas geschieht, was das Universum, dass das Universum gerade sich so entwickelt. Und ich kann die Seele in allem anerkennen und dann in Verbindung bleiben. Und dann bleibe ich dann in Harmonie mit mir, in Harmonie mit meinem Selbst und kann dann viel besser beitragen zur Veränderung, zum Wohl anderer, zum Lindern des Leidens anderer. Aber doch nicht, ich kann doch viel schlechter zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen, wenn ich selbst darunter leide und nicht in der Lage bin, in meiner inneren Harmonie und in meiner tieferen Wahrheit zu bleiben und aus dieser Wahrheit und Harmonie und Liebe heraus dann mich auszudrücken.